Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, wo ist unser Ziel? Dort. Was ist das hier? Ach, der Schießstand. Glück und Gesundheit. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Bestimmt lässt sich jemand finden. Zuerst erkläre ich dir die Regeln. Du schießt 7, 13 oder 21 Pfeile. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh bringt einen Punkt. Der weiße Ring zwei. Ja, die Runde endet, wenn... Es ist üblich, Wetten abzuschließen. Um es spa... Gut, ich habe alles verstanden. Eine Sache noch. Hau ja nicht ab, solange der Wettbewerb im Gange ist. Jawohl. Sag mir erst, wie gut du bist. Dann suche ich einen passenden Gegner. Ich bin Anfänger. Macht nichts. So bekommst du etwas Übung. Anfänger schießen 7 Pfeile pro Runde. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Schützen, macht euch bereit. Oh, der ging weit rüber. Na? Na, Taste, los, komm. Oh, das war jetzt aber... Heinrich gewinnt. Steck die Waffe weg, das ist hier verboten. Hey, du darfst hier nicht mit gezogener Waffe rum. Möchte sich jemand mit mir im Bogen schießen? Sicher. Sag mir er... Ich habe etwas Erfahrung. Dann findest du sicher... Los, ich trommle dann mal alle... Fortgeschrittene sind die Frauen. Steck die Waffe weg, bevor es jemand der Wache meldet und du Ärger bekommst. Das gibt's halt. Du kannst hier keine Waffe ziehen. Hey, steck die Waffe. Hey, du darfst hier nicht mit gezogener Waffe rumlaufen. Steckst diese Waffe besser weg, sonst setzt's was. Der Typ ist abgehauen. Pass
auf, wo du hingehst. Gut, das muss wohl fehlschlagen. Tja, das Spiel hat halt noch immer noch Probleme. Ach so, jetzt wollten wir mal da oben gucken. Na, hier so. Birkenwald. Da hinten ist sogar eine Mühle. Gut, wo wir hingucken, da reiten wir einfach mal hin. So, ich habe zwei Hoffnungen. Entweder sind da Feinde. Was nennst du Kämpf? Wollte ich gerade dasselbe fragen. Lass deine Waffe hier und du kannst gehen. Nun gut. Ja, hast mir anders überlegt. Ey.
Da will man nach Pribislavitz, weißt du, da bist du hier überfallen. So, ich habe zwei Hoffnungen. Entweder sind da Feinde, die wir alle platt machen können und damit Geld verdienen, oder die Leichen vom Kampf liegen noch alle da und wir haben ebenfalls das Glück. Aber es sieht hier sehr leer aus. Nee, ich glaube, hier finde ich nicht mal mehr Leichen. Ich weiß, dass ich hier schlafen kann. Hier sind doch noch eine. Ich weiß, irgendwie unfair, aber er ist Kumane. Was? Das war der Kumane? Hä? Och, ups. Na, nicht so schlimm. Wo soll ich das denn wissen, dass er das ist? Na, hauen wir uns erstmal hin. So, jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen. Hier ist offensichtlich nichts mehr. Da wäre Scarlet.
Wow, ab nach Sasau. Wie es aussieht. Ich komme da gar nicht mehr rein. Nein. Na dann halt Hauptquest weiter und ab nach Sasau. Sasau. Sasasau? Hey, verpiss dich da! Das ist nichts für deinesgleichen! Ach, siehst du das so? Du bist ein Wilderer. Hast du Geld? Na, wahrscheinlich nicht. Warum auch? Da, Meuchelmord. Das ist das, was wir haben wollten. Und ich könnte schwören, ich habe unseren Dolch jetzt verkauft. Aber gut. Oh, Wildschwein. Ist überhaupt noch aktiv? Oder besser, gibt sie überhaupt noch? Tja, es sieht so aus, als wenn hier ein Holzfällerlager ist, aber irgendwie nicht. Kahlschlag vielleicht? Ich weiß nicht, gab es das damals schon?
Ach, das ist doch die Hütte, wo ich schon öfters mal eingekehrt bin. Zweimal. Oder dreimal? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, das Pferd wirft mich nicht mehr ab. Dafür wird es aber wieder langsamer. Was ist jetzt der richtige Weg? Nicht hier lang. Na, ist das der Rätselmann? Willst du dir ein paar Münzen verdienen? Wir sind uns schon einmal begegnet, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Dann weißt du ja, wie es läuft. Der Einsatz sind 5 Groschen. Ich stelle dir ein Rätsel. Löst du es, kriegst du das Doppelte. Wenn nicht, gehören die Groschen mir. Was sagst du? Klingt gut. Legen wir los. Merke auf. Es war einmal ein Händler, der hatte eine magische Börse. Gab er eine Münze hinein und wartete eine Nacht, fanden sich am nächsten Morgen 2 darin. Doch wartete er auf den Morgen danach, so waren, siehe da, 4 Münzen darin und am Morgen danach ihre 8. Und so weiter und so fort. Nach 60 Tagen war die Börse prall gefüllt. Meine Frage lautet, nach wie vielen Tagen wäre die Börse voll gewesen, hätte der Händler am ersten Tag 2 statt einer Münze hineingegeben? Nein, nein. Die richtige Antwort lautet 59. Es mag den Anschein haben, die Börse fülle sich in der Hälfte der Zeit. Doch man spart sich nur den ersten Tag. Ah, natürlich. Gräme dich nicht. Nur wenige knacken meine Rätsel. Ich finde die gut. So, ich finde die super. Mein Dank. Und vielleicht treffen wir uns bei Zeiten mal wieder. Wir werden sehen. Ich finde das gut. Ich finde das toll. Auch wenn ich jetzt immer verloren habe. Eigentlich bin ich gut in solchen Rätseln, aber ich denke anders. Irgendwie. Klar. Hätte er nur einen Tag gespart. So im Nachhinein denkt man sich so, scheiße, warum habe ich das nicht kommen sehen?
Na, renn hier nicht so durch den Wald. Wir machen die als erstes dann unten im Dorf. Da arbeiten uns zum Kloster hoch. Hä, das Pferd steht hier immer noch. So, wir sind da nach einer langen Reise eigentlich wieder. Aber ich würde sagen, wir gucken uns oder wir sprechen mit den Leuten erst in der nächsten Folge, damit wir genug Zeit haben und das nicht unterbrechen müssen. Hoffentlich. Also, bis dahin.